So, das heißt, jetzt geht's ab nach Baldur's Gate. Nach da oben. Gehen wir mal über die Brücke. Gut. Ihr benötigt etwas, Fremde? Oh. Was, wer bist du? Hier, da reisen Sie. Ihr seht mir ziemlich erschöpft aus. Na, das wird wohl seine Gründe haben. Damit ihr mich nicht für einen Rüpel haltet, ich heiße Tommel und betreibe in Berikost eine kleine Handelsgesellschaft. Wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Wir sind nur Reisende auf dem Weg nach Baldur's Tor. Haha, ich glaube, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Ich erkenne euch. Schließlich hängt an jeder Straßenecke ein Steckbrief mit euren Visagen. Ich habe den Verdacht, ein bisschen Unterstützung könnte euch nicht schaden. Wenn ihr in die große Stadt wollt, ihr habt großes Glück, denn ich kann euch weiterhelfen. Aber natürlich seinen Preis wie alles. Wie könnt ihr uns helfen? Ich bin Schmuggler auf der Route von Am nach Baldur's Tor. Wenn ihr mir 100 Goldmünzen bezahlt, schmuggle ich euch alle, so wie ihr da steht, in die große Stadt hinein. 100 Goldmünzen, das können wir aufbringen. Ihr braucht nichts weiter zu tun, als mit mir mitzukommen. Ich rede mit den Wachen und dann läuft alles wie geschmiert. Ich hoffe, meine Anweisungen bereiten euch keine Schwierigkeiten. Okay. Dann gucken wir mal, wie der uns in die Stadt reinbringt. Also ja, ich hätte auch einfach auf einen Stadtteil klicken können und wäre dann gleich in die Stadt gekommen, aber ich dachte, wir gehen mal einen rollenspieltechnischen Weg und gehen über die Brücke. Kommen die dumm. Ja, die Lindwurmsüberfahrt. Die Brücke haben wir schon lange nicht mehr gesehen. So. Wo ist der hin verschwunden? Ach, da. Ihr benötigt etwas. Warum bleibt er jetzt stehen? Das war doch gar nicht so schwer, oder? Schätze, das Wachkontingent war nicht so groß, wie ich erwartet hatte. Ich wünsche euch alles Glück der Stadt. Ihr könnt es gebrauchen. Auf Wiedersehen. Super. Ich diene der flammenden Faust. Das heißt, du lässt uns einfach durch? Ja, du willst nichts von uns. Okay. Steht hier eigentlich immer noch Quail rum? Ja. Quail. Und fürchtet sich immer noch vor Geiern. Dabei haben wir ihn direkt vor der Zivilisation losgelassen. Gut, also rein da. In den ersten Stadtteil. Seid gegrüßt, Genossen. Husam. Hey Leute, kennt ihr mir noch euren alten Kumpel Husam? X. Schön, euch alle wiederzusehen. Also ich rede jetzt nicht hier so besoffen. Viel passiert in der Zwischenzeit, was? Ich habe alles Mögliche gehört. Dass ihr wegen Mord gesucht werdet? Haha, da seid ihr also Mörder, was? Was? Aber ich mag euch trotzdem. Ich habe noch ein paar Infos für euch. Wollt ihr die wissen? Was habt ihr für uns? Ja, ein bisschen weiß ich schon, hä? Wisst ihr schon, dass Herzog Eltern verstorben ist? Das ist er nämlich. Sein Stellvertreter Scar ist umgebracht worden, ermordet. Rübs, das war's. Muss jetzt los, ihr findet mich in der errötenden Nixe, wenn ihr noch was wissen wollt. Bis dann. Okay. Er ist ein betrunken Bolter, so wissen wir nicht, ob wir ihm wirklich jetzt glauben sollen, dass Eltern verstorben ist und Scar ermordet wurde. Ich glaube, das sollten wir selber herausfinden. Ich hoffe mal, die leben noch, die beiden, dass wir denen das erklären können. Immerhin haben die uns auf diesen Auftrag, auf diese Mission geschickt und... Ich diene der flammenden Faust. Oh, wir werden schon abgefangen. Halt und stillgestanden. Ihr seid des abscheulichen Mordes angeklagt. Legt eure Waffen nieder und kommt mit uns. Oder ihr werdet auf Befehl von Angelo Dossan auf der Stelle getötet. So lautet mein Befehl und ich kann ihn nicht ändern. Ihr habt die Wahl. Ich habe nicht die Absicht, gegen euch zu kämpfen. Ich bin keine Mörderin, möchte euch das auch gerne beweisen.
Ich bin unschuldig, werde mich des Urteils dieses Angelo nicht unterwerfen. Sky ist der zuständige Vorgesetzte. Das kann schon sein, aber Sky ist tot und Angelo ist sein rechtmäßiger Nachfolger, also ist Scar wirklich ermordet worden. Wir Soldaten haben keine andere Wahl, seinen Befehlen zu folgen, auch wenn sie uns verdächtig vorkommen. Ihr müsst euch entscheiden, ergibt euch oder stellt euch eurem Gerichtsurteil oder kämpft und sterbt. Ich habe keine Wahl, ihr aber schon. Ich habe nicht die Absicht, gegen euch zu kämpfen. Ich bin keine Mörderin und ich möchte euch das gerne beweisen. Ein weiser Entschluss. Ihr werdet eine gerechte Chance bekommen, euch zu verteidigen. Auch wenn Angelo von eurer Schuld überzeugt ist. Hier entlang. Das wird dieser Angelo sein, der sieht aus wie ein Pinkel. Also die berüchtigten Mörder, endlich zur Verantwortung gezogen. Wir sind keine Mörder. Wir haben noch nie jemanden kaltblütig getötet. So. Werden denn die niederträchtigen Mörder endlich der Gerechtigkeit zugeführt? So werden denn die niederträchtigen Mörder endlich der Gerechtigkeit zugeführt. Richtiger Wortlaut. Ich bin Angelo, Kommandant der Flammenden Faust. Ich werde euer Richter und Henker sein, wenn ihr mir den Gemeinplatz verzeihen wollt. Ihr seid nicht mehr Befehlshaber der Flammenden Faust. Diesen Titel hat Herzog Eltern inne, einer, der den Titel verdient hat. Ihr seid ein Blender und dazu noch ein ziemlich hässlicher und überriechender. Sogar gekreischt nach einer Gehirnwäsche wird einen besseren Anführer abgeben als ihr. Wir sind umgeben von flammenden Faustsoldaten. Wir sind wahrscheinlich unbewaffnet, auch wenn das hier so anders aussieht. Aber wir sollten jetzt hier nicht die auf dicke Lippe machen. Hey, du kommst schon. Wir wissen alle, dass ihr im Auftrag von Sarivok handelt. Wir bezahlen euch mehr, wenn ihr uns laufen lasst. Nein, bestechen werden wir den da auch nicht. Der ist nämlich definitiv, so wie er aussieht, ein Speichellecker von Sarivok. Lacht nur, Angelo. Wenn eure Arme und Beine jetzt erstmal zerlegt sind und ihr am Boden liegt und schreit wie ein Säugling, hihi, dann werden wir ja sehen, wer zuletzt lacht. Nein, das klingt nicht nach Talisa. Könnt ihr uns nicht einfach gehen lassen? Bitte, bitte. Wir sagen es auch niemandem weiter. Ehrenwort, bitte, bitte überlegt es euch doch. Das klingt ja fast schon gebettelt, aber das ist das Einzige, was wir hier wirklich auswählen können, was ein bisschen passt. Ja, da somit die lästigen Formalitäten alle erledigt werden, will ich euch nun meine Entscheidung verkünden. Ich habe lange darüber nachgedacht, welche Strafe für euch die angemessene wäre. Im Grunde kommt nur eine in Frage, und so verurteile ich euch wegen der von euch begangenen Morde, Diebstähle, Brandstiftungen, Vergewaltigungen und zahlreicher anderer Verbrechen zu Tode durch Erdrosseln am Strang. Bringt sie zum Bazar. Bitte was? Also ja, wir haben die Jungs vom Eisenthron getötet, aber Diebstähl? Ja, okay, Mimoin hat ein paar Sachen für die Liebesgilde gemacht, aber das weiß ja eigentlich keiner. Brandstiftungen sicher nicht. Wir haben nämlich keinen drachenwütigen Zwerg in der Gruppe. Vergewaltigungen sicherlich auch nicht und zahlreiche andere Verbrechen auch nicht. Okay, wir wurden gerade eingekascht. Ich habe mich der flammenden Faust ergeben und muss vor Angelo Dussan treten, um mich meinem Urteil zu stellen. Ich bezweifle, dass dieser Angelo mich gerecht behandeln wird, doch ich hatte keine Wahl. Hätte ich die flammende Faust bekämpft, hätte ich sicher als Wachmörder gegolten. Sie befolgen nur die Befehle ihres neuen Befehlshabers und sind trotz ihrer Angriffe auf mich keines Vergehens schuldig. Soll ich hier dazu jeweils wieder vor der gleichen Wahl stehen, sollte ich am besten die Wache irgendwie verwirren und dann fliehen, ohne sie zu töten, ohne sie zu verletzen. Das Schicksal würde es nicht gerne sehen, wenn ich Unschuldige töte, ungeachtet deren Absichten. Genau, die haben wirklich nur Befehle ausgeführt. Angelo hat uns zum Tode durch Erhängen verurteilt. Ja, kein schöner Ausgang, aber sie haben uns unsere Waffen wiedergegeben, warum auch immer. Naja, immerhin deine Pfeile. Gut. Ein Quicksave. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Wir sind wohl einfach irgendwie aus unserer Zelle rausgekommen, wahrscheinlich da Gimoin. Und ja, durch diese Tür hier kommen wir leider nicht. Sind wir hier alleine? Nein, hier ist jemand. Nep. Ich habe nützliche Dinge. Nützliche Dinge habe ich. Hey, ihr da drüben in der Zelle, seid ihr die Bande, der man dreifachen Mord vorwirft? Also ja, wir haben Rielta und Brunos getötet, aber den dritten, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, haben wir ja laufen lassen. Nein, es ist zwecklos, ich erkenne euch doch jedenfalls daher. Ich heiße Nep.
Warum seid ihr im Gefängnis, Nep? Nep, wisst ihr, was in letzter Zeit in dieser Stadt so vor sich geht? Oh, ja, jede Menge. Das mit Herzog Eltern habt ihr wohl schon gehört. Den hat eine Krankheit erwischt und deswegen ist jetzt Angelo am Ruder. Eigentlich wäre Jaskar dran gekommen, aber der war so blöd und hat sich ermorden lassen. Hey, du bist ziemlich unsympathisch. Tja, in den Städten geht seit einer Woche alles den Bach runter. Wirklich zu schade. Ein Verbrecher namens Nep erzählte uns, dass Herzog Eltern krank da niederliegt und Scar tot ist. Okay. Da müssen wir herausfinden, wo Eltern sich aufhält, wenn er wirklich krank ist und ihm helfen. Weil er ist unsere einzige Chance. Nur weiter müssen wir erstmal hier rauskommen. Ja, aber nur wie? Die Tür hier kriegt selbst Imoen nicht auf. Die ist nämlich nur von außen zu öffnen. Mit einem Riegel wahrscheinlich. Ich habe nützliche Dinge. Nützliche Dinge habe ich. Haha, ihr werdet wohl ungeduldig hier drin. Was? Ja, irgendwie schon. Wir warten auf unsere Hinrichtung. Sarivok übernimmt Baldurs Tor. Wir können hier drin nichts dagegen tun. Ja, unter meiner Würde. Ich weiß echt nicht, wie wir hier rauskommen sollen gerade. Also Talisa weiß es nicht. Wir haben nur den einen Typen zu besprechen. Durch die Tür kommen wir nicht. Wir können sie leider nicht einschlagen. Ich habe nützliche Dinge. Nützliche Dinge habe ich. Ich weiß einen Weg hier raus. Hier habe ich doch gut versteckt, oder? Sucht ruhig so viel. Wollt ihr, werdet nichts finden. Okay, ein Weg. Mich kümmert's nicht. Immerhin, such mal nach Geheimgängen. Der wird die wirklich gut versteckt haben. Toll. Ja, bei der Gelegenheit können wir gerade mal gucken, wie es mit unseren Levels aussieht. Oh, Imboin hat nicht mehr viel, nur noch knapp 1000 Erfahrungspunkte. Bei Talisa sieht es noch ein bisschen mehr aus. Khalid geht, da sitzt unter 20.000. Minz sitzt unter 50.000. Yahira könnte nochmal als Druid in demnächst aufsteigen. Imboin hatten wir ja schon. Und Dyna hier kriegt auch noch ein Level ab zusammen. Was wollt nichts leichter als das? Okay, wir geben's auf. Gorion wäre auf eure Taten stolz. Ich habe nützliche Dinge. Wo ist der Ausgang? Nützliche Dinge habe ich. Hey, gute Idee von Nep, ein bisschen Magie in die Dieberei einzubringen. Was? Hört jetzt mal Mörder zu Mörder, Monster zu Monster. Wollt ihr hier raus? Ich wollte lieber in dieser Zelle vor mich an, als bei uns gleich in der Schule zu stehen. Bitte, wir würden alles tun. Es ist sehr wichtig, dass wir hier rauskommen. Ja, leider. Auch wenn er ein Mörder ist, wir müssen hier raus. Ja, ja, sicher. Wir wollen alle raus. Aber will die Welt das auch? Vielleicht ist es besser, wenn wir alle hier bleiben, hä? Also jetzt Monster zu Monster und Mörder zu Mörder. Wie viele kleine Kinder sind durch die Hände des alten Nep gestorben? Nicht eins, nicht zwei, weder vier noch sieben, noch zwölf oder 20. Sondern das nächste in der Reihe. Ach, das ist so ein Zahlenspiel, so eine Zahlenfolge. Und zwar müssen wir jetzt erraten, wie viele Kinder dieses... Also er ist schon mal ehrlich, dass er sagt, er ist ein Monster, so viele Kinder, wie er da getötet hat. Er hat also nämlich mehr als 20 getötet. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, was in Frage kommt. 1, nicht 2, da ist der Abstand 1, da ist der Abstand 2, da ist er 3, von 4 nach 7, von 7 nach 12 ist er schon 5, und hier ist er 8. Naja, hier ist der Abstand 1, hier ist er 1 mehr, hier ist er wieder 1 mehr. Ist da immer der Abstand der vorherigen beiden wahrscheinlich? Weil gut, hier ist es 1, also 0 und 1 macht 1 plus.
Ja, eins und ein. Ja. Eins, zwei, drei, fünf, acht. Abstand.